Winter, Freunde. Heute stelle ich euch zum dritten Advent wieder ein paar Highlights des Jahres vor. Ich habe wieder vier Bücher auf meinem Schoß liegen und heute soll es so ein bisschen um Bücher gehen von liebgewonnenen Autoren, also von denen ich in den letzten Jahren doch das ein oder andere Buch schon gelesen habe, sie auch immer zu irgendwie meinen Jahreshighlights gezählt haben und ja, ich würde sagen, all die vier Autoren und Autorinnen, die treffen da auf jeden Fall oder die Beschreibung passt da auf jeden Fall dazu. Heute ist echt schon der dritte Advent, das heißt ja so gefühlt, in zwei Wochen ist Weihnachten und in drei Wochen ist das Jahr um. Es ist wirklich so ein bisschen verrückt, oder? Geht es euch auch so, was die Zeit angeht? Ja, wir beginnen mit Victoria Schwab und ja, ihrer Reihe rund um City of Ghosts. Das ist hier der zweite Teil in der englischen Ausgabe. Ich habe die Bücher alle in Deutsch gelesen und auch als E-Book, aber ich habe sie, ja, ich habe diese schöne Ausgabe bei Tauschticket entdeckt und dachte, ja, so als Highlight-Stellvertreter im Regal brauche ich das hier einfach. Ja, Victoria Schwab ist ja auch bekannt unter V.E. Schwab. Da schreibt sie eher, ja, erwachsenere Fantasy. Als Victoria Schwab ist sie eher unterwegs, wenn sie Kinder- und Jugendbücher schreibt. Und bei City of Ghosts handelt es sich definitiv auch eher um Kinderbücher, so ich würde sagen ab 10 Jahre. Wir haben hier Cassidy als Protagonistin. Vor einem Jahr wäre sie fast gestorben, wäre sie ertrunken. Sie wurde gerettet von einem Geist und seitdem kann sie den Schleier zu den Toten heben und auch ins Totenreich übergehen, aber eben auch wieder zurück zu den Lebenden. Und wir begleiten sie in dieser Trilogie. Auch der dritte Band ist mittlerweile schon erschienen. Ich glaube jetzt dann auch schon im Oktober oder im November. Also er ist auf jeden Fall schon da. Und ich muss echt sagen, ich fand die Geschichte rund um Cassidy richtig toll. Sie hat sehr spezielle Eltern, die auch so ein bisschen was mit dem Übernatürlichen zu tun haben. Und wir gehen eben hier auf Reisen. Wir sind in Edinburgh im ersten Teil unterwegs. Wir merken hier so ein bisschen das Spukige, das ja, Gruselige. Wir haben hier natürlich so ein bisschen kindlichere Augen und für die ist natürlich Grusel nochmal was ganz anderes, als wenn wir an irgendeinen Splasher-Film ab 18 denken. Und das Besondere wirklich an City of Ghosts und Cassidy ist ja einfach ihre Art zu sein. Sie ist so ein bisschen nerdig, sie ist ein Potterhead, sie mag es im Grunde auch im Austausch mit ihrem Geisterfreund zu stehen. Ihre skurrilen Eltern fand ich cool. Ich mochte es, dass wir die Ich-Perspektive in der Geschichte hatten und dass wir eben auch durch die Dialoge, die sie im Kopf mit ja, ihrem Geisterfreund spricht, dass wir da natürlich im Grunde auch irgendwie dabei sind. Also wir können da lauschen und zuhören und es ist eben schon ein bisschen gruselig. Es gab mir in dem ein oder anderen Szenario auch schon so durchaus einen Gänsehaut-Moment. Ich fand die Reihe toll. Also natürlich ist sie eher für Kinder und Jugendliche und es ist jetzt da auch nicht sehr viel Blutvergießen oder Schocker, aber so dieser spezielle Kindergrusel. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen versteht, wie ich das meine. Ich finde es toll, wie man ja als Kind manche Dinge gruselig fand. Also wer ist gerne in den Keller gegangen? Oh, im Dachboden war auch nicht viel Licht. Irgendwo gibt es da Geräusche. Das interessiert ein Gefühl als Erwachsenen ja kaum mehr. Aber so durch die Kinderaugen das zu sehen, fand ich richtig toll. Und Victoria Schwab schafft es eben, uns diese Kinderaugen wirklich sehr bildhaft darzustellen, was jetzt an dieser Szenerie natürlich so ein bisschen gruselig ist, unheimlich ist. Und natürlich, Cassidy, wenn wir hier an Geister denken, hat das natürlich etwas Gruseliges. Es war eine ganz tolle Reihe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich bin super happy, dass ich ja diesen schönen zweiten Band im englischen Original sozusagen hier habe. Und ich denke, bei einem Reread wäre durchaus auch das englische Buch wünschenswert und es hat hier auch so schwarze Seiten. Also richtig cool gemacht. Ja, eine Reihe, die ich wirklich toll fand, die sich nicht nur um die ja, Halloween-Zeit eignet, sondern natürlich immer, wenn man sich ein bisschen gruseln möchte. Dann kommen wir zu einem Autorin, der mich in den letzten Jahren eigentlich mit all seinen Büchern begeistert hat, und zwar Jay Kristoff. Und zwar mit dem Abschluss der Stormdancer-Reihe. Ja, man könnte jetzt sagen, Steffi, wo ist denn das Reich der Vampire? Das war ja tatsächlich gar nicht so ganz dieses Highlight, weil ich doch die ein oder andere Länge in diesem Buch bemerkt hatte. Und ja, von daher ist irgendwie nicht ganz zu einem Highlight gereicht hat. Aber wir nennen hier jetzt einfach mal Jay Kristoff und besonders eben seine Stormdancer-Reihe, die mir nicht nur im letzten Jahr mit dem Auftakt der Reihe gefallen hat, das ist hier im Übrigen ja auch der erste Band, ja, Stormdancer, der Lotuskrieg, die haben hier diese Special Hardcover-Ausgaben mit diesem wunderschönen Special Buchschnitt. Ich habe aber auch nur die erste Ausgabe stellvertretend im Regal stehen, weil ich glaube mit 35 Euro war es dann doch so ein bisschen
teuer, muss man ja ehrlich sagen, wenn natürlich dann tatsächlich, ja, ich glaube 35 Euro, genau. Und es ist eine limitierte Edition gewesen von 1999 und die sind ja im Crosscult Verlag erschienen. Ich glaube, Nevernight ist ja bei Fischer Tor erschienen. Und ja, da hatte mich schon ein bisschen gewundert, warum die sich im Grunde nicht um diese alte Reihe bemüht haben. Die glaube ich ja. Hier sieht man auch noch Band 2 und 3. Und es sind auch alle erschienen, also es geht hier wirklich eher so um die Gesamtreihe. Ich glaube, im Original ist die Reihe 10 Jahre her, richtig, 2012. Und da hat sich der Crosscult Verlag im Grunde so ein bisschen ja, die alten Bücher hergenommen. Aber die Thematik in diesem Buch ist, könnte ja im Grunde aktueller nicht sein. Wir treffen hier auf Yukiko. Sie ist die Tochter des Fuchs-Clan-Anführer und sie sollen auf die Suche gehen nach ja, dem Donnertiger, den man hier oben auch schon ganz gut erkennen kann. Sie sind im Grunde mit dem Schiff unterwegs, sie sollen den Shogun im Grunde folgen und ihm den Donnertiger bringen, von dem es eigentlich heißt, dass es keinen mehr gibt. Und alles, was in diesem ersten Band passierte, dachte ich eigentlich, oder wir, ich habe das zusammen mit Roman und Becky gelesen, dass das im Grunde die komplette Handlung umfassen wird, dieser Trilogie, also die Suche nach dem Donnertiger und so weiter. Aber nein, das geschah alles irgendwie im ersten Drittel und dann nahm diese Geschichte einen Lauf in Themen, wo ich dachte, wo kommen die her? Wie hat das J. Christoph vor 10 Jahren schon so auf den Punkt gebracht? Also egal, ob es um Umweltschutz geht, ob es wieder um Rebellion geht, wir haben hier eine wahnsinnig starke Protagonistin, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Es war eine düstere Zukunftsgeschichte, die auch gar nicht so düster theoretisch ist. Es machte einfach wahnsinnigen Spaß, mit Yukiko und der Gilde unterwegs zu sein und ich weiß gar nicht, genau, es geht hier dann ja auch so ein bisschen um die Bande zwischen Yukiko und eben dem Donnertiger und das war so besonders, das war so toll geschrieben, also mich hat Jack Christoph in diese Welt gezogen, die ja asiatisch angehaucht ist, das hat mich wirklich beeindruckt, also es war wirklich Fantasy und Science Fiction, gleichzeitig aber auch wirklich so ein bisschen eigentlich doch was in der Jetztzeit, also ein bisschen in diesen Steampunk und ich fand das großartig, also es war bildgewaltig, es war ein Epos, es ist eine tolle Reise, die wir mit Yukiko gehen, die dann eben auch mal durch Verletzungen gehen muss, dass da Dinge passieren, dass sie Leute verraten, dass diese Rebellion doch nicht alles nur schwarz-weiß ist. Das war einfach nur großartig und ich habe diese Reihe wirklich mehr als genossen. Und so manche Szene habe ich auch noch in meinem Kopf. Also es war wirklich auch so ein Lese-Lebens-Highlight oder Lebens-Lese-Highlight so rum. Und die Reihe hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Und ja, ich finde tatsächlich auch Band 2 und 3 richtig schön aufgemacht. Und hier ist dann eben auch noch ja, so ein Blättchen dabei, aber es steht auch, glaube ich, gar nicht drauf, welches Exemplar man hat, oder? Ich glaube, da stehen keine Nummern irgendwie drin. Nein, das wäre natürlich irgendwie noch cool gewesen, wenn man wüsste, man hat das 8. Exemplar, aber nein, so weit kommst du. Ich habe hier sogar noch Markierungen drin, das ist ja faszinierend. Was haben wir denn hier? Zu sterben ist nicht schwer. Jeder kann erhobenen Hauptes auf den Scheiterhaufen steigen und zum seligen Märtyrer werden. Das Leiden zu ertragen, das auf ein Opfer folgt, das ist die wahre Prüfung. Ah ja, oh, ich kriege direkt Gänsehaut. Ich weiß genau noch, in welcher Szene das gesagt wurde. Ach, großartig. Unsere Sorgen sind kaum mehr als Eintagsfliegen. Sie erheben sich im Morgendämmern und sterben bei Anbruch der Nacht. Und wenn sie ins Haus der Erinnerung eingezogen sind, werden wir beide am Leben sein. Oh ja, ich weiß auch noch. Oh, sehr schön. Ja, also ganz, ganz tolle Weisheiten, auch schon im ersten Band, der allerdings im Vorjahr erschienen ist. Aber mir geht es wirklich so um den Abschluss der Reihe, um das Ganze und J. Christoph, der mich einfach immer wieder begeistern kann. So begeistert mich auch immer wieder Adriana Popescu. Und man könnte sich jetzt sagen, Herr Steffi, hier steht doch Mia Newman. Ja, das ist richtig, denn Wo die Liebe dich findet, ist von ihrem Pseudonym im Grunde geschrieben worden, Mia Newman. Und das ist ihr zweites Buch unter dem Pseudonym. Hier geht es tatsächlich so ein bisschen um die großen Gefühle, um die großen Liebesgeschichten und ich bin einfach seit Jahren ein Adriana Popescu-Fan. Ich habe wirklich alles gelesen, bis auf einen Rauch-Krimi, weil ich einfach nicht so der große Krimi-Leser bin, aber er steht auf der gedanklichen Wunschliste, wenn mir mal nach Krimi wieder ist, dann werde ich auch zum zweiten Band greifen, aber sonst, jetzt ist die Katze hinter dem Vorhang. Aber sonst habe ich alles von Adriana gelesen und ich habe mich mega gefreut, als wir hier in Montana unterwegs waren. Denn wir haben Amy, genau, wir haben Amy, die von New York nach Montana geschickt wird als Fotografin, denn sie soll so ein bisschen dieses ländlichere Leben einfangen und sie lässt ihren etwas merkwürdigen On-Off-Freund zu Hause zurück und trifft dann dort auf Jackson.
Ich bin mir gar nicht sicher, nein, das heißt nur entlegenes Montana, richtig. Und sie trifft dort auf Jackson, so der klassische Cowboy, wie man ihn sich im Buche vorstellt. Doch Jackson ist ganz anders, ihm verbirgt natürlich auch etwas. Und die beiden, ja, müssen jetzt so ein bisschen Zeit miteinander verbringen, aber recht schnell merken sie, dass sie doch gar nicht so unterschiedlich sind. Und es war eine wunderbare Zeit in Montana, dieses ländliche, dieses bildgewaltige, wie man sich die Natur in dieser Region eben vorstellt. Das hat Adriana alias Mia wirklich immer super eingefangen, wenn wir mit den Pferden unterwegs waren, wenn wir im Wald unterwegs waren. Das war so, so, so toll, als wir auf der Ranch auch mit den Pferden gearbeitet haben und Jackson. Ach, Jackson ist mir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Es war ein ganz, ganz toller Mitprotagonist, der wirklich Spaß gemacht hat, ihn kennenzulernen, wie auch seine Schale sich langsam aufweicht. Und ich fand, ja, also das wirklich eine wunderbare Liebesgeschichte, die intensiv war, die echt war. Ich liebe die Dialoge von Adriana. Ich finde, die fühlen sich wahnsinnig echt an. Man hat gar nicht das Gefühl, dass das irgendwie geschrieben ist oder dass das irgendwie jemand vorgibt oder dass das Text ist, sondern diese Gespräche könnten wirklich stattfinden. Es war ein wunderbarer Schlagabtausch. Zudem mochte ich auch die Nebencharaktere, die eben rund um Jackson auch eine Rolle gespielt haben. Das war richtig toll. Ich mochte die Eltern von Jackson. So ein bisschen diesen Kreis, den wir in Montana haben. Ich fand es toll, wie sich das auch in New York entwickelt hat. Also ja, Adriana hat hier alles richtig gemacht. Ich freue mich im nächsten Jahr auf ihren Jugendroman und auch auf ihren Roman, der was bei Piper erscheint, der ja eher auch für Erwachsene sozusagen ist, wobei man natürlich auch ein Jugendbuch als Erwachsener lesen kann, aber so, ne? Bei Piper haben wir dann eher die Erwachsenengeschichten, während bei CBJ, CBT ja dann ihr Jugendbuch erscheint und ich hoffe, dass sie auch noch irgendwas in Richtung Self-Publishing herausbringt. Adriana ist ja wahnsinnig kreativ und richtig, richtig toll, was ihr in all den Jahren immer wieder einfällt. Sie erfindet sich immer wieder neu und es macht einfach Spaß, ihren Geschichten, ihrer Entwicklung zu folgen, wirklich zu sehen, wo sie von ihrer ersten Geschichte bis heute ist. Ich bin auch ein Riesenfan von ihrem Instagram-Account. Ich finde es toll, was sie da alles teilt, wie sie auch einfach so das Alltagsleben einer Autorin zeigt. Und ja, ich bin großer Fan und ja, ich höre jetzt aber auch im Sinne mit Fangirlen ein wenig auf. Ja, das musste einfach sein. Und jetzt kommen wir zu einer Autorin, die ich noch gar nicht so lange ins Herz geschlossen habe, aber alles gefühlt gelesen habe, bis auf ein Buch, was ich irgendwie in die Hände gekriegt habe, was es im Deutschen auch gibt. Und zwar Leigh Bardugo, meine Güte, mit Demon in the Wood, eine Graphic Novel, auch für mich etwas eher Ungewöhnliches. Ich bin jetzt ja nicht der größte Manga- oder Comic-Leser, aber ich musste diese Geschichte einfach haben, denn wer im Grishaverse unterwegs ist, der kennt ja den Dunklen und hier erfahren wir eben die Vorgeschichte so ein bisschen von ihm, also was ihn antrieb, was ihn dazu brachte, wie diese Reise war, dieses Abenteuer mit seiner Mutter, was ihn auch so ein bisschen dazu führte, wie er ist. Im Grunde wird hier auch ein bisschen seine Magie, seine Grisha-Magie gespoilert. Also man sollte, denke ich, schon diese Grisha-Geschichte kennen. Aber ich habe ja mit der Grisha-Trilogie angefangen, als die Serie angekündigt war. Ich habe die Serie mittlerweile auch gerewatcht, weil ja die zweite Staffel demnächst irgendwie wo folgt. Ich mochte das Lied der Krähen, ich mochte die Nikolai-Dilogie, ich habe das Buch der Heiligen gelesen und ich habe noch irgendwas mit Dornen, glaube ich, zu Hause umgelesen. Und das Rad der Neun. Da habe ich jetzt aber mittlerweile ja auch das E-Book, glaube ich. Nee, ich habe das Hörbuch, glaube ich. Und ja, da habe ich schon eine Überlegung, dass ich das jetzt dann im neuen Jahr auf jeden Fall mal höre. Und ich freue mich darauf, denn es erscheint ja dann der zweite Teil zu dem Das Rad der Neun. Und dementsprechend, ja, freue ich mich da auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auf die zweite Staffel der Grisha-Reihe. Und das Besondere hier ist natürlich, dass wir eine Graphic Novel haben mit wahnsinnig tollen Zeichnungen von Danny Pendergast. Und das ist wirklich toll. Also wir haben hier so diese wärmeren Nuancen, haben aber natürlich auch so die Kälte, weil wir eben auch im Winter unterwegs sind. Und ich finde die Optik richtig, richtig schön. Also ich habe mich in diese Bilder wirklich mehr als verliebt. Und ich wusste auch recht schnell, als das Buch angekündigt wurde, hier sieht man alle Bücher. Genau, oben die Krischer-Reihe, dann die Krähen-Reihe, dann kommt die Nikolai-Dilogie. Und hier unten das mit den Dornen habe ich im Grunde noch auf dem Sub. Alles andere ist gelesen, aber Rat der Neuen wird hier gar nicht angekündigt. Ach, weil es hier nur ums Krischer-Würst geht. Naja, macht natürlich Sinn. Ich fand diese Geschichte großartig. Ich mochte es, dass wir ein bisschen mehr zum Dunklen erfahren haben, dass wir wieder in diese Welt eingetaucht sind. So dieser Unterschied zwischen Krischer und den Nicht-Magischen und eben den Menschen und was es dafür ja im Grunde Probleme gibt, wo sich das reibt, was die Vorstellungen der Menschen und eben auch der Krischer sind, welche Magien möglich sind und was dann eben auch den Dunklen so besonders macht. Und ach, ich hatte großen, großen Spaß. Also auch
wenn man natürlich in so einer Geschichte relativ schnell durchgelesen hat, ich fand das sehr emotional, ich fand das, hat mich abgeholt, es hat mir die Welt gezeigt und in meinem Kopf lief dann eben der Film auch einfach weiter. Und wenn man dann eben zum Beispiel die Serie guckt oder Krisha lesen würde, so im Nachgang, dann hat man natürlich einen ganz anderen Bezug zum Dunklen. Und ja, auch die Serie auf Netflix, absolute Empfehlung. Mir hat auch die erste Staffel super gut gefallen. Und ja, ist eine absolute Empfehlung und fand ich wirklich großartig. Und das waren jetzt für 4 Bücher im Rahmen von ja, Lieblings, ja, Autoren. die ich eben schon lange verfolge oder eben auch noch gar nicht so lange, aber die mich eben in diesem Jahr auch wieder begeistern konnten und ja, hatte ich da auf jeden Fall großen Spaß mit und ja, ich hoffe, dass vielleicht auch der ein oder andere Buchtipp bei euch jetzt gut angekommen ist. Alle Bücher findet ihr natürlich unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei, vielleicht war auch eins der Bücher euer Jahreshighlight oder eines eurer Jahreshighlighter, dann lasst uns da gerne ein wenig unten in den Kommentaren drüber sprechen, sagt mir auch gerne, wie euch vielleicht die Krischer-Reihe gefallen habt, ob ihr wusstet, dass Mia Newman die liebe Adriana ist. Darüber können wir natürlich auch ein bisschen quatschen. Und ich wünsche euch nun einen ganz tollen dritten Advent. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine letzte vorweihnachtliche Woche bis zum vierten Advent oder eine zweite. Naja, es ist noch ein bisschen. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.